Ich war auf der zweiten oder auf der ersten? Auf der ersten Ebene. Ich glaube, auf der. So von den Gegnern müsste das die erste sein. Folger erstmal auf ihn hier, dann Folger auf Saban. Ich habe vergessen, Leute zu heilen, aber die sind ja eigentlich alle voll. Und ein Aisra auf ihn hier. Dann Folger auf Saban. Nochmal Folger auf Saban. Bitte nicht die Versteinerung. Danke, hast du gut abgewehrt. Das sollte eigentlich nicht auf dich gehen, aber egal. Hoffentlich tötet das. Natürlich. Ja, natürlich nicht, wollte ich eigentlich sagen, aber es hat ja tatsächlich getötet. Saban. Folger. Können wir vergessen, weil Saban. Der Gegner tot ist. Zwei Ether, wo? Wow. Zwei Ether, zwei ganze Ether. Ich glaube, wir sind auf der letzten Ebene, also wir sind auf der ersten Ebene. Oder erst Bildschirm oder wie das hier nennen ist. Wir sind auf jeden Fall gleich unten, glaube ich. So von den Gegnern her würde ich das einfach mal behaupten wollen. Okay, Feuerer. Es ist doof, dass der angefangen hat. Danke für die Haska, du Idiot. Aber ich meine, der Kampf war ja sowieso von Anfang an schon vorbei. Muss nur einer Folger einsetzen auf ihn und dann ist der schon toast. Aber ich glaube, es könnte noch eine Ebene kommen. Ja, genau. Hätte jetzt gedacht wegen den Gegnern, dass das die letzte war, aber falsch geschätzt. Folger auf Saban. Mach lieber alles auf Saban. Ja, du kannst mal kurz ein Subspirit einsetzen. Weiß nicht, auf ihn hier vielleicht. Ja, mach einen Folger auf Saban. Und dann setz mal Vikra auf dich selber ein. Celeste. Hätte ich heilen sollen nach dem letzten Kampf? Ich weiß es gerade gar nicht, ob das vielleicht besser gewesen wäre. Stille! Mag ich nicht. Ja, schön selbst verstummen lassen, du Trottel. Bitte nicht. Da dürftest du eigentlich gewappnet sein wegen der Schleife. Nicht genügend MP. Graviga. Ah, ist ein Kack. Dann heil dich mal selber sein. Ungern und die sind sowieso tot. Also sie können nicht mehr geschwächt werden? Das ist supi. Was musst du noch lernen? Raiden hast du noch nicht. Was musst du noch lernen? Lakshmi. Du hast, glaube ich, schon alles, ne? Deswegen kannst du Phoenix erstmal nehmen, aber das muss gleich Zion muss gleich sowieso was übernehmen. Zion hat am meisten Leben gerade, MP meine ich. Deswegen kann er mal heilen und wir nehmen auch ein paar Ether in die Hand. War nicht viele. Nur so viel, dass wir hier jetzt gleich fertig sind. Weil dann kann ich ein Set benutzen oder schnell in die Stadt fliegen und einen Inn besuchen oder sowas. Machen wir es so. Ich blitzra recht auf ihn aus, das weiß ich.
Da ist er ja gegen gewappnet, wie gesagt, mit der Schleife und so. Das raspelt den Stuhl. Hast du überlebt, machen wir ihn nochmal mit jedem Subspirit. Das könnte jetzt in die Hose gehen. Die ist verwirrt. Oh, das hätte böse enden können. Das hätte ich Subspirit auf Celeste gemacht, damit sie keinen bösen Zauber mehr wirken kann. Das sind aber stärkere Gegner für die erste Treppe. Aber wir können ja direkt angreifen, so ist es ja nicht. Ich glaube, ich habe nicht genug Magie für zweimal Dingens, für zweimal Feuer. Ja, genau. Subspirit. Ja, komm, du kannst auch Subspirit einsetzen. Subspirit. Das Vieh nimmt sich das natürlich wieder. Ist ja alles doof, Blitzra. Ich glaube, ich habe alles direkt auf sie gemacht, ne? Also auf den Gegner. Das war doof. Oder Blitzra. Hier. Auf. Damit der einfach mal Schicht im Schacht ist. Hoffentlich kommt kein Monster mehr. Meine Fresse. Sagt ihr noch was? Dass ich eure Scheiße gestohlen habe? Nein. Fick die Henne. Wo ist denn jetzt so am nächsten irgendwas? Das war hier nochmal. Hier war ein ganzes Dorf. Okay, gut. Erstmal speichern wir, bevor wir irgendwas machen. Okay, das war Nikea. Ah ja, stimmt ja. Hier ist man ja mit dem Boot rübergefahren. Damals, hier ins End. Okay, wo könnte noch die Drachen sein? Vier? Ne, drei müsste ich noch machen. Oder waren es vier? Eigentlich drei, ne? Sehen wir ja jetzt. Ich speichere noch mal. Wir fliegen zum Dingens, zum Opernhaus, ich glaube das ist da ganz unten, und machen da mal was. Das ist das Opernhaus nicht, das ist das Opernhaus. Ich speichere aber trotzdem, falls wir verkacken sollten, damit wir schneller da hinkommen. Auch wenn... Ich glaube das nicht, dass wir das verkacken werden. Dass immer noch diese gute Laune Musik ist. War das hier? Nee, ich glaube nicht, das war oben. Ah, die Musik. Die ist sowieso herrlich. Müsste die jetzt nicht nochmal wieder lauter sein? Egal. Die ist herrlich in dem Spiel.
dass hier immer noch die Leute Musik spielen, also verstehe ich auch nicht so ganz. Ich nehme mal den hier. Okay, das war, glaube ich, nicht richtig. Also, da wird die Animation nochmal gespielt. Wenn ich aber nochmal für... Das war, glaube ich, der richtige, aber wir müssen den hier nehmen. Na, Drache. Ja, du siehst eher aus wie ein Dino. Okay. Haut drauf. Stiel. Kacke, die sind noch für Magie ausgerüstet. Ja, dann hauen wir Feuer auf dich drauf. Und Eisgar. Du kannst aber einen Kenjutsu ausführen. Kacke, ich habe vergessen, dass sie nur für Magie ausgerüstet sind. Egal. Machen wir schon. Du heißt mal Quartzillas. Oh, jetzt spielen wir nicht mehr, oder? Doch, wir haben ja unsere Sachen an. Eisgar. Eisgar. Kenjutsu, das hier. Das wäre jetzt lustig, wenn ich den mit der falschen Ausrüstung besiegen könnte. Das wäre so dumm. Das ist so dumm. Ach, herrlich. Weißt du, beim ersten Versuch keine Chance und Magierroute, okay. Trotzdem. Noch drei der gefischten 8 großen Drachen treiben ihr Unwissen. Doch noch 3. Und da waren wir jetzt halt ihr uns zur Hilfe. Dank den Göttern. Ich sollte mal die Ausrüstung wieder verändern, ne? Außerdem hast du... Ah ne, du kannst ja nichts anderes machen, weil wir haben ja bis jetzt noch keine Beschwörung. Da würde ich sagen, gehen wir nach Nasche. Aber ich weiß nicht, ob ich weitermache heute. Wir gucken das erstmal. Wir tun erstmal hier die Engelsflügel und die Spiegelring und so austauschen. Du hast jetzt die Genji-Fäustlinge und den... Irgendwas mit O. Glaube ich, ja, Offenbarung. Das war das mit dem mehrmals zuschlagen, ne? Ich habe die jetzt nicht gelesen. Ja. Okay. Tigerkralle und Drachentatze. Königskrone, Dunkelrobe. Du kriegst den Liebeshandschuhe und das, was immer trifft, Schützenauge. Das ist das doch, ne? Schützenauge an Zero, das ermöglicht feindliche Bewegungen vorauszusehen. Physische Angriffe treffen immer. Okay, gut. Du kriegst erstmal, wie hieß das nochmal? Ja, das Gauntlet, ne? Ja, gut. Und du kannst die Schleife gern behalten. Dann kriegst du die Tamasa-Seele und die Goldspange, wenn ich die jetzt mal finde. Da ist sie doch. Haben wir noch was Besseres als so ein Zanzizuku? Die Ultima-Waffe ist besser. Dann rüsten wir die auch gerne aus. Obwohl das Zanzizuku ist schon stark. Wenn die Ultima-Waffe stärker als das Gladius ist, was es ist, würde ich gerne tauschen wollen. Heilige Kraft beseelt. Kann seine Opfer mit einem Hieb niederstrecken.
Sie hat halt vorher. Sie hat vorher auch einen Genji-Handschuh angehabt. Oder weißt du was? Das Schützeauge nehmen wir weg. Nehmen wir so ein Genji-Fäustling. Und dann. Was mache ich da für einen Scheiß? Der müsste ganz unten sein. Nee. Da ist er. Nicht die Rasierschwinge, die Ultima-Waffe. Okay. Dann sind wir besser ausgerüstet. Erstmal speichern. Dann würde ich erstmal dahin fliegen wollen, wo der Dingens ist, wo Nachsche ist. Dann wären wir auch überall schon gewesen, glaube ich. Auf der Welt. Ist das hier Nachsche? Ah, Nachsche. Ja doch, Nachsche sah so aus. Ich dachte, es wäre eine Stadt. Aber es sah so aus. Ah, ich nehme noch ein bisschen auf, aber ich mache gleich Feierabend. Oh, sieht doch okay aus. Okay, es laufen Monster rum. Was nicht okay ist. Was zur Hölle? Was seid ihr? Also, was ist das denn für eine Farbe? Die sind schon besiegt. Vielleicht hätten wir hier ein bisschen näher hinkommen sollen. Ich weiß nicht, wie stark die hier sind. Okay, ich spüre die Kraftfeld eines Magneten. Über die Esper weiß ich so manches kein Interesse. Also hier sagt er mir nochmal was über Esper. Das ist die Schule für Abenteuer, wie es mag auch die Welt voll Chaos sein. Wir stehen daran unbeirrt mit unserem Rad zur Seite. Die Lehren in diesem Raum sind etwas komplizierter und geübte Abenteuer-Neulinge verwirren sie sich ja nur. Ja, okay, hier brauche ich nicht wirklich was machen, weil hier ist nur. Kann ich hier nochmal hier rein? Ja, aber ich brauche da nicht wirklich rein. Komm, Angriff. Easy Krim. Okay. Ja, hier ist diese Einöde-Musik, also die normalerweise auf der Overworld lief. Wolfram, Buch, kennen wir uns nicht von irgendwo her? Naja, egal. War das nicht der im Knast war? In dieser Stadt gibt es eh nichts mehr zu holen. Lediglich ein Olamukri hockt hier noch rum. Die Haustüren sind alle verschlossen. Da muss man schon das Geschick eines Schatzjägers haben, um die zu knacken. Verfluchter Mist. Tschüss, Wolfram. Wie zum Beispiel Locke? Huch. Okay, Locke kriegt sie mit einem Schlag tot, also ich glaube, wir sind hier sowas von zu spät hier hingekommen. Ich glaube, das sollte das Erste sein, was man macht. Gut. Herberge. Hier ist aber nichts. Auf den ersten Anblick. Kann mich hier auch nicht ausruhen. Man kann aber erstmal alles aufschießen, so ist es nicht. Wo wir hier gerade dabei sind. Was ist eigentlich mit Bannon? Huch. Ich sehe gerade, der Lock ist ein bisschen angeschlagen. Was ist mit Bannon passiert? Den haben wir gar nicht mehr gesehen, ne? Und hier Nasche ist auch nichts mehr los. Also ich glaube, kann es sein, dass die alle gestorben sind? Habe ich mich nicht richtig geheilt? Kann das sein? Ah, naja, egal. Nach dem Kampf mit dem Drachen. Er kann gut sein. Gehen wir jetzt hier hoch. Hier waren ja zwei Sachen.
Wieso Hades-Magie? Wieso geht das direkt auf Hades-Magie? Ja, hier ist auch noch der Laden. Okay, das ist das Haus von, ich habe seinen Namen vergessen. Der ist wahrscheinlich auch Arvis oder so, ne? Der ist wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben. Weil die Tür stand noch sperrangeweit offen. Also, weil er sperrangeweit offen. Die Tür war offen. Deswegen vermute ich mal, dass man damit noch in die Höhlen kann oder soll. Wieso ist Ding jetzt als letztes dran? Es macht 1000 Schaden. Und trotzdem fallen die einfach um. Okay. Am liebsten würde ich ihm gerne Hast geben. Also Sabin. Aber das ist doof. Leer. War das die, die wir nicht aufkriegten und die ist jetzt einfach leer? Was ist das denn für Scheiß? Ich dachte, da wäre jetzt das Geilste von der Welt drinne. Okay, dann gehen wir erstmal in den Rüstungsladen. Jo, meine Fresse, was bist du denn für einer? Du bist, glaube ich, auch gar nicht mal so stark, oder? Du bist schon tot. Du siehst nur angsteinflößend aus, also... Du hast nicht mal viele Erfahrungspunkte gegeben. Ist ja auch einfach auf. Und keiner mehr drinne. Da der Krämerladen. Muss ich den auch aufmachen? Okay. Hier ist auch zu. Also zum Glück sagt er das auch, dass man hier jemanden, einen Schatzsucher braucht, also Lock. Oder Schatzjäger oder sowas. Bei manchen Sachen wird einem nicht direkt gesagt, welchen Charakter man braucht. Zum Beispiel, um Strage zu bekommen, braucht man Rellen. Das wird einem nicht gesagt, aber das kann man sich denken. Also, so ist es nicht. Aber bei anderen Sachen halt wiederum kann ich mir vorstellen, dass ich schon manche verpasst habe, weil ich nicht den richtigen Charakter dabei hatte. Hier ist ja noch einer. Habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe euch erwartet, um euch etwas zu übergeben. 70 Jahre handle ich nun schon mit Waffen, doch ein so wundersamer Stein ist mir noch nie untergekommen. Mit etwas Geduld ließe sich bestimmt ein vorteilhaftes Schwert daraus wetzen. Der Kunde ist König. Ragnarok Magnet entgegennehmen, Ragnarok Schwert schleifen lassen. Weißt du was, ich nehme den Magneten. Wie ihr wünscht. Das Schwert wäre vielleicht ganz toll. Aber hier sind halt die ganzen Esper ausgegangen. Deswegen wäre es nett, wenn ich wieder... Okay, so toll sieht die Esper jetzt nicht aus. Aber Metamorphose, wundersame Licht verwandelt einen Gegner in ein Item. Kostet nur 6. Ultima. Wieso nicht? dann lernst du erstmal Ragnarok. Sag mal Ragnarok oder Ragnarök? Weiß es nicht so genau, deswegen frage ich ja. Oh nein, er hat uns angegriffen. 154 Schaden, oh mein Gott. Ich muss sterben. Okay.
Wo kommt ihr hier nochmal hin? Zu dem einen Häuschen hier. Okay, ich würde dann auch sagen, dass wir erstmal... Ich glaube... Bitterreiter. Okay. Da brauchte ich Saban ja nicht mal. Kraftlanze, okay. Was ist Dorfältesten? Der ist auch nicht mehr da. Die waren, glaube ich, alle in, Kacke, wie hieß die Stadt nochmal? Die Hauptstadt des Imperators. Kacke, Vector. Die waren wahrscheinlich alle in Vector, als die Kacke anfing zu dampfen, also als die Welt unterging. Und ich kann mir vorstellen, dass sie alle dabei umgekommen sind. Also Avis, der... Die ganzen Leute aus Narsche und die ganzen Soldaten aus Narsche und der Dorfälteste von Narsche und Bannon waren ja, glaube ich, alle in Vector, als die Welt unterging. Und wie wir alle wissen, ist Vector, wo Vector war, der Turm von Kefka mittlerweile. Also ich glaube, es könnte gut sein, dass die alle tot sind. Ich gehe nochmal raus, wie gesagt. Benutze ein Zelt. Speichere. Jetzt, eigentlich wollte ich aufhören, aber jetzt mache ich weiter. Weil da war ja oben noch eine S-Bar. Und ich habe keine Ahnung, wie sie auf uns reagiert. Okay, tot, alles, weiter geht's. Hoffe, die Encounter Rate ist jetzt nicht zu hoch, weil das sowieso alles schwach sind. Waren wir eigentlich in dem Haus? Eigentlich war ich in allen Häusern, aber kann sein, dass ich das vergessen habe. Dauert das ein bisschen lange, die Angriffe von Saban, aber finde ich gut, dass er so viele Angriffe machen kann. Ich glaube, da bin ich nicht reingegangen, weil ich einen anderen Weg gegangen bin, genau. Aber da kann auch einfach gar nichts drin sein, was weiß ich. Ich habe so trockene Lippen. Ich weiß, das erwähne ich öfter, aber in letzter Zeit ist das ganz schön schlimm. Okay, hier waren wir schon mal drin, ne? Anscheinend geht es hier woanders hin. Ah, hier ist noch ein alter Mann. Hust, hier neben schon. Der Blutschild, wenn es nur einen Weg gäbe, seinen Fluch zu brechen, er wäre der mächtigste Schild. Was ist denn die Eigenschaft von dem Blutschild? Buch ausrüsten. Wer kann denn gerade Schilder tragen? Schilde. Blutschild. Es versieht Angreifer mit zahlreichen Zustandsveränderungen. Aber wahrscheinlich saugt er mir das Leben aus im Körper. So wie der Name es schon verrät. Wir gehen erstmal hier den Weg und dann später gehen wir in die Gestirn-Lokatie. Später gehen wir dann nochmal in die Höhlen. Soll irgendwie nur ein Mokri hier rumlaufen, aber den habe ich bisher noch nicht gesehen.